Im Rahmen des Porsche Grand Prix in Stuttgart hatten Centercard.de und Adidas ein Meet and Greet mit Andrea Petkovic verlost. Der erste Preis dieses Gewinnspiels ging an Claudia aus Dortmund und passenderweise war sie auch schon vor dem Treffen ein riesiger Petco-Fan. Im Verlauf des Turniers wurde uns recht schnell klar, dass Andrea Petkovic nicht nur unser Favorit war, sondern dass sie trotz aller Sharapovas, Ivanovics und Wozniakis dieser Welt die heimliche Hauptattraktion in Stuttgart war. Hier zu sehen bei einer Autogrammstunde. Aber ebenso schnell wurde uns klar, dass Andrea Petkovic auch in echt so ist, wie man sie kennt. Nämlich offenherzig, freundlich, interessiert und richtig angenehm. Und so war das Eis bei Gewinnerin Claudia schnell gebrochen und so entwickelte sich ein richtig schönes, lockeres Gespräch. Wir erfuhren dabei unter anderem, warum Petko ihren Trainingsplan umgestellt hat. Das ist nicht mehr rein spielen. Und das ist noch so rein spielen und dann mache ich noch zusätzlich Konditionstraining, aber auch nicht mehr so viel extrem, so viel voll. Und das ist super gewesen. Das Einzige, was ich ändern musste in meinem eigenen Hirn, ist, dass ich trotzdem mir zutraue, gut zu spielen, auch wenn ich nur in Anführungsstrichen 3 Stunden trainiere. Das ist ja immer noch mehr als genug. Und was Ihre Ziele für 2013 sind? Also 2013 sehe ich für mich so ein bisschen als Aufbaujahr, dass mein Körper sich wieder an die Belastung gewöhnt, weil ich habe gemerkt, dass mein Körper sich noch ein bisschen wehrt gegen die Belastung. Nach einem Jahr fast komplett Pause ist das, ist er natürlich an die ganzen Hardcore-Sandplätze und so weiter nicht mehr gewohnt. Das muss ich erstmal ihm wieder alles zumuten. Und deswegen, mein einziges Ziel für dieses Jahr ist wieder in die Hauptfelder von den Grand Slams zu kommen. Dazu muss ich in den Top 100 sein. Das ist jetzt kein so ambitioniertes Ziel, das weiß ich. Aber ich, wie gesagt, ich möchte mich in diesem Jahr einfach festlegen, meine neuen Trainingsstrukturen wirklich manifestieren und dann 2014. Dann hatten wir euch ja noch vor geraumer Zeit gebeten, ein Shirt für Petko zur Motivation und Genesung mit Sprüchen und Wünschen zu füllen. Ihr habt viel geantwortet, das Shirt wurde produziert und in Stuttgart gab es die perfekte Möglichkeit, ihr das Shirt zu überreichen. Okay, sie nennen dich nicht stark, wenn du niemals fällst. Sie nennen dich stark, wenn du immer wieder aufstehst. Wir wissen, du schaffst es. Oh, jetzt nicht mal losheulen. Und was soll man sagen? Sie war richtig ergriffen und hat sich derbe gefreut. Ey, wenn ich morgen damit auf den Platz komme, ja, bitte. Was will ich denn? Auch nach dem offiziellen Teil, den Blumen und den obligatorischen Fotos, hatte Petko immer noch Lust auf ein Pläuschchen und so war es auch nicht weiter schlimm, dass sie viel länger als geplant bei uns blieb und sogar ihre Massage dafür ausführen musste. Am nächsten Tag dann musste Andrea Petkovic gegen ihre gute Freundin Anna Ivanovic ran. Und dieses Spiel haben wir uns natürlich noch angesehen und sie so gut unterstützt, wie es ging. Leider hat es nicht ganz für einen Sieg gereicht, aber zumindest Claudia hatte definitiv schon gewonnen. Wir bedanken uns also bei Claudia, bei allen Teilnehmern des Gewinnspiels, bei Petko selber und natürlich bei Centercard.de und Adidas für dieses tolle Event. Ihr seht also, es lohnt sich am Ball zu bleiben und immer mal wieder auf Centercard.de/Gewinnspiele vorbeizuschauen und mit ein bisschen Glück seid ihr das nächste Mal dabei. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal.